Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, ein Bauvideo, das wird's wohl sein. Wenn ihr gestern schon dabei wart beim Video, mein Kanal ist 2 Jahre alt geworden. Das heißt, ich werde jetzt eine ganze Menge Videos aufnehmen müssen. Und ich dachte mir so, du benutzt in Colony die ganze Zeit diese Raketen und zeigst nicht, wie sie gebaut werden oder zeigst nicht, wie man sie fliegt. Deshalb werde ich das jetzt machen und ich fange halt ganz von vorne an mit der Atlantis 1, dann die 2, 3, 4 und dann kommt noch später eine Überraschung, aber davon erzähle ich euch jetzt erstmal noch nicht. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an bei den Triebwerken. Da brauchen wir das Frontier-Triebwerk, 3 Stück davon. Dann gehen wir zu den 12 breiten Teilen, den 12ern, nehmen den größten Treibstofftank, den es gibt, den hier, der 120 Tonnen wiegt, und dann davon nochmal die Hälfte, also 60 Tonnen. Dann nehmen wir uns noch einen Separator und lassen da zwischen so eine 2 Felder große Lücke. Dann gehen wir zu andere, schnappen uns da ein paar Landebeine und packen die erstmal hier hin, das mache ich gleich, und schnappen uns noch 2 große und legen die da rein. Noch eine Sonde. Dann gehen wir zu den strukturellen Teilen, da ein einzelnes hin, hier 4 Stück und ein einzelnes, machen das dann genau so dazwischen. Dann nehmen wir uns aerodynamisches, nehmen die kleine aerodynamische Abdeckung und packen die da dran. Dann gehen wir nochmal zu anderes und packen 3 RCS-Düsen dran, sodass immer genau so eine 2 Felder große Lücke drin bleibt. Gut, dann fehlt nicht mehr viel. Nur noch hier diesen einen Treibstofftank. Den färben wir gleich in Grau und die restlichen Teile in Silber. Das ist eigentlich schon alles. Hier fehlt nur noch diese untere Hälfte, die schraffiere ich so mit diesem unteren Teil hier. Man kann es so machen, aber ich mag das nicht so. Deshalb mache ich es nur so zur Hälfte. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch die Nutzlastverkleidung. Ich nehme einfach mal 3 Stück von diesen 12er-Teilen. Nicht das ganz große, sondern eins darüber. Dann mache ich das mit einem komplizierten Weg und auch ein bisschen unnötig. Ich schnappe mir nämlich einzelne Teile, muss die auch alle einzeln anklicken und färbt die dann in Silber ein. Wenn ihr faul seid oder wenn ihr klug seid, könnt ihr das einfach erstmal weglassen und stattdessen ein 8er-Teil, diese hier, die da, und diese große Spitze, dann kriegt ihr genau dasselbe hin. Und da habt ihr es auch schon. Wir gehen mal kurz nach draußen, gucken es uns an. Ja, das ist schon die Atlantis 1. Die werde ich jetzt noch verbessern und danach auch einmal fliegen. So, zur Verbesserung ist ganz leicht. Ihr nehmt einfach nur diesen Tank und schmeißt ihn weg. Diese beiden RCS-Düsen. Und die hier packt ihr 1 Stück weiter nach unten. Dann müsst ihr hier alles markieren. So. Und einfach nach unten verschieben. Ja, jetzt habt ihr auch die Atlantis 1 V2. Und jetzt werden wir das Ganze noch fliegen. Ich denke da so vielleicht an so einem kleinen Raummodul.
Ich mache das halt in meiner Testwelt, deshalb hat das keine Auswirkung auf Kolonie. So, ich weiß nicht genau, wie viel das wiegt. Hier haben wir 0,4, 4,4, 4,8, 14,8, 16,8, 16,9 Tonnen. Ja, das ist sehr schön. Das ist 0,1 Tonne davon entfernt, also vom Maximum, was die Rakete leisten kann. Das Maximum liegt nämlich bei 17 Tonnen. Ich würde sagen, fliegen wir das Ganze jetzt einmal. So, fangen wir mal mit dem Logischen an. Erstmal die drei Triebwerke. Und dann müssen noch die Landebeine ausgefahren werden. Dann haben sie halt weniger Luftwiderstand. Und ich kann besser fliegen. Und jetzt fliegen wir los. So, Schub hoch, Gas geben. Und immer dem Winkel folgen, der oben links angezeigt wird. Also jetzt ist gerade auf 5 gesprungen. Jetzt auf 10 und langsam, nicht schnell. Wenn ihr es zu schnell macht, fängt die Rakete an zu kippen und ja, dann verliert die Kontrolle. Immer langsam und ruhig. Wenn ihr ein bisschen spät dran seid, ist nicht schlimm. Dann ist es zwar etwas ineffizienter vom Flug her, aber diese Rakete hat mehr als genug Treibstoff. Deshalb immer vorsichtig folgen. Nicht zu viel machen, wenn ihr schon das länger macht, Raketen fliegen und so, dann könnt ihr auch ein bisschen aggressiver machen, aber nicht zu aggressiv, sonst fällt die Rakete natürlich um. Ja, da haben wir gerade die 10 Kilometer erreicht und wir fliegen einfach weiter. Gleich kommt unsere Apoapsis in den Weltraum. So, da ist sie im Weltraum. Ich mache jetzt ein bisschen weniger Schub. Ich mag es, wenn ich so 32 Kilometer oder so habe. Deshalb mache ich noch ein bisschen weiter. Ja, ist gut so. Und jetzt warten wir noch kurz, bis wir den Zeitraffer machen können. Den kann man ja erst bei 25 Kilometern machen. Jetzt machen wir den Zeitraffer. Spulen einfach ein bisschen vor. Jetzt können wir die Nutzlastverkleidung wegmachen, RCS-Düsen an und dann drehen wir uns langsam in die Flugrichtung und geben wieder Gas und immer schön aufpassen, dass die Apoapsis vor der Rakete ist, nicht dahinter. Wenn sie dahinter ist, kann man sie halt schlecht sehen und immer so ein bisschen Abstand dazu halten. So viel Abstand, dass es halt nicht gleich drüber fliegt oder so. Ah, und dann haben wir es geschafft. Ein Erdorbit. Ja, wir haben einen Erdorbit erreicht. Einen schwachen Erdorbit. Jetzt will ich das hier noch gerne auffüllen. Wir haben noch 12%. Das reicht locker. Ich würde sagen, jetzt docken wir einfach ab. Und warten ein bisschen, bis sich das ein bisschen entfernt. So, jetzt kommen wir zum komplizierteren Teil, nämlich zum Landen. Also zuallererst drehen wir mal das ganze Teil einmal um, sodass die Raketendüsen zum Pfeil hin zeigen. Und wir lassen nur noch die mittlere Frontierdüse an. Die äußeren beiden machen wir aus. Und dann geben wir einfach mal Gas und warten, bis wir 1500 Meter pro Sekunde schnell sind. Und jetzt. Ah, schon ein bisschen viel, aber egal, wir haben noch mehr als 5%. Dann reicht es auch. Wenn 5% übrig bleiben, dann schafft ihr die Landung auf jeden Fall. Jetzt einmal die Landebeine einfahren. Ein bisschen eindrehen mit den RCS-Düsen. Und ausmachen. Jetzt sind wir schon in der Atmosphäre. Wir sind aber nur im obersten Teil. Deshalb würde ich gerne ein bisschen cheaten. Ich bin jetzt hier.
und nicht mehr hier. Also ich gehe hier hin, schaue mir das an und spule halt noch ein bisschen vor, bis wir etwas tiefer in der Atmosphäre sind. Ich glaube, das sind 10 Kilometer. Ja, fast genau 10 Kilometer. Und jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten, bis wir langsamer werden und bis wir tiefer sind. Wenn man noch länger wartet, wird es halt gefährlich, weil wir halt schon eine recht hohe Geschwindigkeit haben. Wir waren eben 1 Kilometer pro Sekunde schnell, deshalb wäre das ein bisschen gefährlich, das direkt über dem Boden zu stoppen und wieder hierhin zu wechseln. Deshalb macht das auf jeden Fall rechtzeitig. Beim ersten Mal empfehle ich euch auch, das zu speichern. Ich mache das jetzt nicht, ich habe das schon 1000 Mal geübt. Ich kann das inzwischen ziemlich gut. Ja, hin und wieder mache ich auch Fehler und dann knallt es auf den Boden, aber egal. So, 2 Kilometer, Landebeine ausfahren, RCS-Düsen an, Schub auf 50 und bei 1 Kilometer Zündung. Jetzt müssen wir versuchen halt zu landen. Immer schön den Boden angucken. Er nähert sich recht schnell, aber wir werden auch schnell langsamer. So immer wieder so ein bisschen hin und her drehen, damit der Pfeil genau nach unten zeigt. Und... ha, ich musste gar nichts tun. Mit 51% habe ich es locker hinbekommen, ohne dass was kaputt geht. Wir haben auch noch eine Menge Treibstoff, also das ist echt einfach. Vor allem, wenn ihr Anfänger seid, empfehle ich euch, die Rakete erstmal zu nehmen. Einfach zum Üben. Und da haben wir es auch geschafft, die Rakete ist gelandet. Jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt einen hohen Erdorbit erreichen, ihr könnt auch ruhig wieder landen. Macht damit, was auch immer ihr wollt. Ja. Oh, das... da habe ich ein bisschen rumgespielt, egal. Hier haben wir es. Ja, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen kommt dann die Atlantis 2 dran. Und ja, sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.